Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Ja, letztes Mal haben wir einen Pirscher erledigt. Das war auch interessant. Auch einmal mit Todesursache und Sterbeurkunde und so. Und naja, aber an sich war der dann gar nicht so schwer. Warte mal, ich will mal kurz schauen. Also natürlich war der mega schwer. Ich will mal schauen. Der Pirscher. Schwäche ist Schock. Ja. Es war halt kacke, dass wir hatten kein Draht mehr übrig. Also wir kamen ja frisch aus den aus der Brutkammer. Das klingt komisch. Eine hiervon. Genau, wir hatten halt überhaupt kein Draht. Jetzt sieht es schon wieder besser aus. Wer ist das? Sind das Freunde oder Feinde? Mal behaupten, das sind Feinde. Gut. Dann werde ich mal den Takedown ausprobieren. Hier rum wie Graf Koks. Aber so eine verdammte Karawane können wir nicht essen. Wir haben Gesellschaft! Ah, eine Nummer! Wo bist du hin? Ich bin aufs Klo. Einfach weitergehen. Hier spielt wohl jemand gern Verstecken? Ja, und du bist ganz allein. Stell das mal frei. Feuerspucker. Ein Beutel ist voll. Warte. Dann mache ich mal Fallenbeutel.
Warte, nee. Kannst du Ressourcen? Ja, würde ich dann sogar, glaube ich, machen. Dann entspannen wir uns mal. Ah, das ist lustig, dass die, dass die irgendwie aufgeschreckt sind, als wir geschossen haben und nicht als die geschossen haben. Aber okay. Ich glaube, wir sind da. Diese Maschinen. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Zeit, sie auszulöschen. Musst du alle verdammten Maschinen in diesem Gebiet ausschalten. Wusste ich noch, dass die Flammen die verbrennen. Dieses Gift scheint das Metall förmlich aufzufressen. Vielleicht treibt das die Maschinen in den Wahnsinn. Vielleicht kann ich das eines Tages nutzen. Ist aber interessant. Waren das jetzt nur die... Oh, krass. Das waren nur die drei. Wow. Ein bisschen arg wenig. Gut, dann... dann gehen wir mal weiter. Können ja die jetzt auch, wenn wir den Kraser jetzt auch überbrücken, dann können wir den reiten. Kraser, wenn ich sie nicht erschrecke, kann ich sie überbrücken. Yeah!
Item? Was machst du? Das hält sich. Es scheint Kinder zu sein, die nach Teilen suchen. Alter! Nein, ich hab's voll aggressiv gemacht. Oh nein! Ich mach mal irgendwas mit meinen Rohstoffen. Modifikations-Ding ist voll. Der ist nice. Dann können wir das da mal verlegen und das da. Und jetzt ja. Bist du geschnappt wieder? Das heißt ja Vogelwild. Weil dass die jetzt so gefightet haben, war natürlich nicht meine Absicht. Verdammt. Ich will mal dann demnächst eine neue Rüstung holen. Die ich habe, ist sehr Metallblume. Okay. Das jetzt langsam ein bisschen zu wenig. Das hilft bestimmt weiter. Warum ist ein Lagerfeuer? Da kann ich gleich mal speichern. Warte mal.
okay, gut. Ich dachte gerade, dass das mein Mikro dieses Fiepen macht, aber anscheinend ist das nicht so. Gut, also 300 Meter noch da. Was ist da denn? Hat es nicht gerade hier geleuchtet? Gut, jetzt sind wir wieder voll am Heilen. Ach, sehr gut. Jetzt muss ich durch dieses Gebäude. Was ist das denn da vorne? Ist das ein Säbelzahn? Ich glaube schon. Ein bisschen steil hier. Ach, hier was? Oder war das unten? Das klang gerade ein bisschen so. Ah, okay. Gut, ich habe meine Kopfhörer wieder falsch rum. Ach. Links ist rechts und rechts ist links. Kein Wunder, dass das komisch klingt. Nee, okay. Was ist das denn? Das ist nicht mein Kampf. Ich hab nicht getroffen. Das verlorene Dorf, von dem Maria gesprochen hat, es liegt in Trümmern. Interessant. Und blutroter Sonnenuntergang. Na komm. Bist du nicht da hin? Danke. Okay, hier sind drei einfache. Ich glaube, das war's. Ne, da ist noch einer. Kommen Sie, verdorbene Wächter. Mhm.
Ich habe getan, was ich konnte, um die Verderbnis im Tal zu vernichten. Mal sehen, ob mich das Kaja Fort jetzt über die Berge ziehen lässt. Und wenn nicht, gehe ich einfach so. Na. Ich brauche auf jeden Fall einen Händler. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. 5% Speerschaden. Das kann ich ja noch gerade noch nicht benutzen. So, also die habe ich jetzt auch nicht gebraucht irgendwie. So. Nee, das mache ich noch nicht. Genau. Hier kann ich schon mal weitermachen. Hier. Genau, mehr Schlag bei Schlagangriffen. Das ist gut. Dann Quests. Nebenquest habe ich alle. Jagdgebiet. Verdorbene Zone. Wache der Nora. Dann machen wir das da jetzt. Das ist halt hier oben. Ja. Dann gehe ich da mal schnell hin. Wir brauchen halt langsam einen Händler. In den Bäumen könnte sich alles Mögliche verstecken. Genau hinter den Bäumen. So, da habe ich ja noch mal Zuflucht, verlorene Ruinen. Warten als Sucherin. So, ja, ja. Wo ist denn das? Da ganz da unten. Ja, komm. Dann helfen wir zuerst mal denen. Die müssen ja auch irgendwie überleben. Als ob die nicht auf uns warten würden. Gut doch. Aber wer hat gewonnen? Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Das gab sicher eine Massenflucht. Die Maschinenspuren führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschenspuren. Tja, die Frage ist, wer war zuerst? Entschuldigung, musste gerade ein Kabel weitermachen. Verlegen. Erlegen. Ah, ein Säbelzahn. Ist
wie man einen Sägezahn überbrückt, wenn ich nah herankomme. Ich hätte nicht helfen sollen. Ja, jetzt muss ich den auch erledigen. Beziehungsweise ich muss den ja so oder so erledigen. Oh, wie der wieder schaut. Mich hat er wirklich angegriffen? Ich hoffe nicht. Warte. Er hat einfach so die Falle ignoriert. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Notizbuch. Leitartikel. Gilt der erste Verfassungszusatz für virtuelle Räume? 29. April 1963. Letzte Woche wurde in einem der größten abgestimmten Polizeieinsätze der Geschichte der USA die Wohnungen von mehr als 700 Privatpersonen durchsucht. Mehr als 500 Verhaftungen wegen aufrührerischer kriminelles Verhalten
Durch die Nutzung privater Informationsprozesse waren die Folge 500. Wer in den letzten 9 Jahren aufgepasst hat, weiß, dass hinter diesem juristischen Wortsalat steckt. Die verhafteten Personen wurden beschuldigt, an einer virtuellen Kundgebung gegen die Unternehmenshoheit teilgenommen zu haben. Dieses Mal in HoloNets Hauptquartier, der Sterling Malkeet. Mit anzusehen, wie 500 Personen, viele von ihnen blutend und ängstlich von Polizei-Swordbots aus ihren Häusern geholt werden, ist verständlicherweise und zu Recht für viele Menschen ein schreckliches Ereignis und Erlebnis. Aber es ist nichts Neues. Schon 2054, als es wegen der Besetzung eines Metallurgik Internationals holographischen Kundendienst zur ersten Verhaftungswelle von virtuellen Protestlern kam, debattierten Experten und Gerichte darüber, ob das Internet als öffentlicher Raum anzusehen ist, in dem friedliche Versammlungen rechtlich zulässig sind. Die Gesetzgebung hat mit den Fortschritten des HoloNets ganz einfach nicht Schritt gehalten. Das kennen wir ja irgendwoher, ne? Artikel 13 und 7 und so. Und das ist kein Versehen. Es dient den Interessen der Sterling Malkeet, Metallurgik und ihresgleichen, die Holo-Landschaft nach ihren Gutdüngen zu nutzen. Nicht als öffentlichen Raum, sondern mit den Worten von Metallurgik unterstützen Senators Gerald O'Neill als eine Anordnung von Informationsprozessen, die in Privatbesitz sind. Derselben O'Neill Daten beschädigt. Uiuiui. Da wussten die Macher von Horizon Zero Dawn schon was noch auf uns zukommt. So, gut. Wo muss ich denn hin? Erkunde die Ruinen. Ja, okay. Dann machen wir das mal. Ah, da unten. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Hab ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Okay. Da können wir ja gleich eigentlich die verdrungene Zone hier unten platt machen. Und schon wieder 35 Minuten, es gibt's doch nicht. Gut, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Sorry für den abrupten Schluss, oder also eigentlich jedes Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.